schwule Szene wollte raus aus der Opferrolle. Man ließ sich nicht mehr klein halten, schaute dem Tod direkt ins Gesicht und zeigte, wir trauern, aber wir sind da. Wir haben auch organisiert die erste Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Und wir haben damals so Trauermarsch gemacht, erstmal durch den Schlossplatz und dann auch für eine Kundgebung. Und dann kamen die Bürger und haben uns beschimpft. Erstmal, ihr habt Schulen, selber Schuld. Und danach wurden immer mehr und mehr. Und dann sind wir mit Fackeln rumgelaufen und irgendwo eine Kundgebung gemacht und Kerzen für unsere Toten und so. Das war sehr traurig, sehr traurig. In einer bestimmten Phase habe ich auch gedacht, ich würde sterben. Ich hätte diesen Scheiß-Virus, dass man alles gibt, also auch ein Testament, praktisch für die schwule Emanzipation. Weil inzwischen hat schon jeder jemand verloren. Und die Anfang der Angst war da und trotzdem der Wunsch, ehrenwürdig was zu machen für die Menschen, die wir verloren haben. In Amerika war es eigentlich ziemlich üblich, auch in Washington haben die mehrere Die-Ins gemacht, wo sie sich praktisch wie tot auf den Boden gelegt haben und Verkehrsstraßen damit blockiert haben, mit dem Ziel einfach auf AIDS aufmerksam zu machen. Und es gab auch Act Up Stuttgart, da habe ich auch mitgemacht und da haben wir diesen Die-In halt zum Beispiel beim CSD organisiert. Hat mich damals auch sehr berührt, dass doch sehr viele sich dann angeschlossen haben und sich da mit auf den Boden gelegt haben. Das fand ich sehr berührend damals, ja. Da hat die AIDS-Hilfe sich gegründet, die war nicht die Gründerin, aber ich habe alle kleinen Vereine und alle geholfen. Damals habe ich den Wilfried kennengelernt. Der Wilfried ist dann später auch, hat eigentlich die AIDS-Hilfe hier in Stuttgart mitgegründet. Und mit Wilfried haben wir damals das Rainbow eben gemacht, gerade aus der Erfahrung, dass eine unheimliche Panik da war. Ich habe mich daran ermahnt, dass trotz dieser HIV-Problematik die Lustbarkeit, die Sexualität weitergehen muss. Sie muss weitergehen, aber sie muss geschützt weitergehen. Und man muss darüber sprechen, das ist das ganz Wichtige. Und ich habe von da an auch begonnen, mit vielen Leuten ganz klar und ganz offen zu sprechen. Das heißt also noch präziser über Sexpraktiken zu reden. Es war traurig, weil wir viele Menschen verloren haben. Aber wir haben trotzdem Zukunftsperspektive. Und für diese Zukunftsperspektive hat sich gelohnt zu kämpfen. Die AIDS-Krise war für die schwule Community ein katastrophaler Einschnitt. Nichtsdestotrotz verhalf sie unserer Community zu einem Meilenstein, der Sichtbarkeit. Prominente wie Hollywood-Schauspieler Rock Hudson oder Queen-Frontmann Freddie Mercury erkrankten an AIDS und offenbarten ihre Homosexualität. So ließen sie die Heteros aufhorchen. Ich meine, dass, sag ich mal, so Leute wie Rock Hudson dann an AIDS gestorben sind, das kam ja dann später. Und durch AIDS hat sich eigentlich schon viel, denke ich, verändert, dass nämlich dann erstmal sichtbar worden ist, wer alles schwul ist und dass es eben auch Männer sind, die sehr männlich wirken, ja, oder männlich sind. Ja. Wir waren dann aufbauend, wir haben wieder Flügel gekriegt und dann sagten, jetzt recht, jetzt zeigen wir alle.